schottischen Highlands finden wir die Brennerei Tomatin. Die war in den 60er Jahren die größte Whisky-Brennerei Schottlands, was sie dann allerdings nicht besonders viel genutzt hat, weil kurze Zeit darauf ist sie pleite gegangen. Sie dümpelte dann einige Zeit vor sich hin, produziert aber jetzt wieder und produziert eine geringere Menge, als sie es damals gemacht hat. Was bei ihr sehr interessant ist, dass sie sehr experimentierfreudig ist. Das heißt, sie machen auch immer wieder Abfüllungen, die ein bisschen aus dem Üblichen herausschlagen. Ich erinnere nur an eine Abfüllung, die hieß Tomatin Quattro. Das waren vier verschiedene Ausbauten in verschiedenen Sherryfässern von einem und demselben Grundstoff, der dann in vier kleinen Flaschen verkauft wurde, damit man die gegenseitig verkosten konnte. Sie machen auch einen rauchigen Whisky, der nennt sich bei denen Kumbokan. Und von dem gibt es eine interessante Abfüllung, die zum einen in Imperial Stout Fässern gereift ist und zum anderen in Moscatel Fässern. Und diese Kombination gemeinsam mit dem rauchigen Whisky, wobei man sagen muss, rauchig jetzt nicht in dem Sinn, wie Islay Whiskys rauchig sind, sondern eher dezent rauchig. Aber diese Kombination ist sehr interessant. Die hat zum einen so ein bisschen Butternoten an sich. In der Nase fällt der Rauch gar nicht so sehr auf, der kommt dann erst am Gaumen. Und neben diesen Butternoten finden Sie auch so Ansätze von Espresso oder Kaffee. Das kommt von diesem Imperial Stout Fass. Die geben gerne solche Töne in einem Whisky ab. Und ein bisschen Bitterorange kann man auch finden. Insgesamt nicht ganz unkompliziert, ein bisschen divers und sehr breit gestreut, die Geschmäcker, die da rauskommen. Aber das macht ihn gerade so interessant. Abgefüllt ist er, soviel ich weiß, mit 46%. Und es gibt ihn im Fachhandel zu kaufen, kostet nicht die Welt. Wenn Sie ihn irgendwo finden und Lust auf einmal etwas anderes haben, dann ist Ihnen der sehr zu empfehlen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis Lunch.